Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute zwei Themen, eines aus der Schifffahrt und ich beginne jetzt lieber mal mit dem anderen in Sachen Planschen der Wellis. Wer von euch natürlich Wellis hat, die sehr, sehr gerne planschen, denen sollte man auch zum Beispiel ein schönes Badehäuschen mit Spiegel gönnen. Der Spiegel ist deshalb wichtig, weil sie natürlich zu ihrem Spiegel hin wollen und dabei umso mehr planschen. Planschen hat den Vorteil, dass die Tiere dadurch viel mehr aktiv werden, also muskelmäßig eine gewisse Muskelmasse aufbauen, und zwar bei den Flügeln. Sie stärken damit die Schwungflügelkraft oder die Schwungfedern und ja, die können sie auch stärken. Bei jungen Wellis empfiehlt sich eine kleine Badewanne, die Form eines Schiffes hat. Und achtet bitte darauf, dass die Tiere, wenn ihr eine freistehende Badewanne habt für die Wellis, nicht zu heftig planschen, weil sonst müsst ihr dann natürlich das ganze Wasser wieder wegräumen. Und das ist natürlich, also wegerwischen, und wenn der Vogel auf die Idee kommt, dass er sich auf die Seite sitzt und das Ganze umfällt, naja, gibt es auch schon. Sehr zu empfehlen bei Pärchen zum Beispiel ist ein Doppelbadehäuschen, da wo praktisch zwei Wellis Platz haben. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Thema, und zwar der Schifffahrt. Ich sage euch heute mit der Theorie, morgen dann aufgrund mit einem Bleistift die Praxis. Nehmen wir mal an, ihr habt eine kleine Yacht mit Außenbordmotor. Und ihr habt die Yacht mit dem Bug nach vorne Richtung anderen Schiffen. Das heißt, ihr habt das Boot achtern angedockt. Das ist sehr, sehr gut, weil damit kann man das Manöver umso leichter machen. Das heißt, ihr hängt das Boot ab, vorher müsst ihr Kontrolle machen, ob alles passt, dann einsteigen ganz normal, das ist Standardprozedur, und jetzt kommt's. Viele Skipper, also viele Captains, machen es jetzt auf die Art und Weise, wie ich es euch erkläre. Und zwar halbe Kraft voraus, anschließend macht man es auf die leichte Art und Weise, und zwar ein Viertel vom Bug muss schon draußen sein, und dann, Achtung, hart Steuerbord oder Backbord, je nachdem. Und dann dreht sich das Boot praktisch oder das Schiff, je nachdem, was ihr gerade habt, fast wie aus dem Stand in die richtige Richtung. Der Grund ist ganz einfach erklärt und ganz kurz erklärt. Ein Schiff und ein Boot schwenkt nicht mit dem Bug, also mit der vorderen Seite, wie ein Auto, sondern mit der Rückseite, also mit hinten nennt man das, Schiffssprache achtern, mit dem Heck. Egal wo man praktisch hinfährt, es schwenkt und es lenkt nur das Heck. Bei Außenbordmotoren ist es sogar nur leichter zu erklären, weil da dreht sich eigentlich nur der Motor in die richtige Richtung, wo man gerade hinlenkt. Würde man jetzt ein Auto mit einer Hinterachsenlenkung machen, da wo der Motor hinten ist, dann kann ich nur sagen, Holotrio, vorn hebt es aus. Der Grund, Autos sind so geschaffen, dass der schwerste Teil, also der Motor, immer vorne ist. Beim Boot ist es anders. Da ist der schwerste Teil immer hinten. Und nur dazu gibt es ja zwei Arten von Booten. Und zwar, das eine sind die kleinen Yachten mit Außenbordmotoren. Und das andere sind die großen Yachten nennt man das ja, mit
Innenbordmotor. Die großen Yachten haben den Vorteil, dass sie noch dazu Seitenstrahlruder, nennt man das, oder einfach nur Strahlruder haben für kleinere Navigationen. Wenn man jetzt ein Boot hat mit Bugstrahler zum Beispiel, dann hat man es noch leichter. Man muss nur ein bisschen rausfahren, so wie es zum Beispiel die Verkehrsboote, die Verkehrsschiffe machen in Wien. Die fahren, die legen ab, fahren ein bisschen raus und dann drehen sie sich praktisch im Stehen. Das ist dann der Heckstrahl, also Heckbackbord oder Steuerbord, je nachdem, Strahlruder. Und ja, sowas gibt es auch bei kleineren Yachten, kostet allerdings ein paar hunderttausend Euro mehr. Falls ihr zu beiden Themen noch Fragen habt, könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne mich ein bisschen aus in Sachen Skipper, weil mein Onkel ist selber Skipper. Also der hat selber eine Yacht. Und ein Bekannter von mir hat ebenfalls eine Yacht, allerdings hat der eine größere mit einem Bugstrahler. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Mike.